Grüß Gott. Ich habe mal was ganz Neues vor, und zwar ein Haushaltsaufgebraucht-Video. Ja, ich bin echt schon gespannt, wie das wird. Ich stelle mal die Tüte am Boden. Ja, ich fange auch gleich mal an. Es ist schon relativ viel, aber ich finde, das ist noch im Rahmen der Normalität. Ich habe halt vor ein paar Wochen einen Waschtag gehabt in der Waschküche, und da habe ich halt viel Mittel, also Waschmittel verbraucht. Und generell halt, wir haben am Wochenende die Wohnung putzt, und da haben wir auch viel verbraucht. Also ja, ich fange auch gleich mal an mit einem Weichspüler. Der ist von Blink. Also das ist von Müller die Eigenmarke, und diese Serie heißt Blink Luxury. Ich fand ihn jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Er riecht in der Verpackung mega gut, aber ich habe jetzt die ganze Wäsche damit gewaschen. Und ich finde nicht, dass die Wäsche intensiv danach riecht, leider. Finde ich echt schade. Ja, würde ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen. Ich habe immer früher die gekauft, weil ich mochte die auch, aber irgendwie macht das nichts. Also würde ich mir das ehrlich gesagt nicht noch einmal nachkaufen. Dann habe ich Textilfarbe verwendet, und zwar die schwarze intensiv. Ich weiß nicht. Also in der kleinen Waschmaschine, die ich jetzt gerade aktuell in der neuen Wohnung habe, funktioniert das leider nicht so gut. Was ist denn da los jetzt? Na, jetzt habe ich meinen Fuß da irgendwie eingekackt. Das muss doch einmal zusammenbringen. In der neuen Wohnung habe ich eine kleinere Waschmaschine, und in der alten Wohnung noch die große. In der hat das gut funktioniert, die ganze Packung zu verwenden. Aber in der kleinen, da war eigentlich absolutes Chaos. Ich musste dann auch sowas verwenden, diesen Waschmaschinenhygienereiniger, um die Waschmaschine halt zu säubern, weil halt das so richtige Flecken hinterlassen hat in der Waschmaschine, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber eine Arbeitskollegin hat mir einen Tipp gegeben, in so einem Lavur, also in so einer Riesenschüssel, ein bisschen Farbe reinzugeben. Ich habe mir auch ein anderes gekauft, das habt ihr auch schon in Videos gesehen. Ja, und da probiere ich das mal einzuweichen und dann die Wäsche zu waschen. Schauen wir mal, ob das besser funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Vielleicht, wenn ich Waschtag hätte, wo ich ja in der alten Wohnung dann bin, die ich ja hoffentlich bald nicht mehr lang habe, aber mein Papa muss dann halt die Wäsche bei sich lagern, weil ich will halt schon die Waschtage ausnutzen. Weil bei mir in der Wohnung das Aufhängen, da fangen die Fenster so an zu schwitzen. Gestern war das ganz furchtbar. Ist, glaube ich, nicht so die beste Lösung. So, deswegen musste ich das hier verwenden. Waschmaschinenhygienereiniger. Nach diesem Intensivfarb-Fail. Ich habe mir die noch ein paar Mal nachgekauft, weil beim Action sind die viel, viel günstiger. Beim Müller und Bieber und DM kosten die 3,45 oder fast sogar 3,95, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen kaufe ich die nur noch beim Action nach. Was ich mir auch vom Action mitgenommen habe, wo ich jetzt noch nicht so begeistert war, aber ich glaube, das muss man einfach öfter anwenden. Ich glaube, wenn ich heute beim Action bin, das habe ich nämlich heute vor, werde ich mir das noch einmal kaufen. Das ist dieses Super Weiß von Dr. Beckmann. Werde ich mir, glaube ich, noch einmal kaufen. Da waren auch nur zwei Waschbeutel drinnen, aber ich werde es wieder kaufen, werde das jetzt demnächst mal wieder verwenden. Das muss ich euch ganz kurz zeigen. Das war vom Action. Eigentlich gehört das da nicht rein, aber ich wusste nicht, wo ich euch das sonst zeigen kann. Ich habe das im letzten Haul herzeigt. Das sind so kleine Kuchenröllchen. Und ich werde mir da heute noch zwei Packungen davon holen. Die sind so butterweich und schmecken so geil. Ja. Ich hoffe, die gibt es bei dem Action, wo ich heute hinfahre, weil die möchte ich unbedingt nochmal haben. Die muss ich mir auch heute nochmal nachkaufen. Das sind die Schmutzradierer von Blink, von der Eigenmarke von Müller. Ich liebe die. Das einzige Problem, was ich mit denen habe, die zerlegen sich urschnell, wenn man wirklich intensiv damit putzt, finde ich. Ich habe die ganzen Fenster putzt damit, die Außenrollo habe ich von innen gewaschen. Die waren so grindig. Also der Vormieter, der da vorher drin war, war die ärgste Drecksau, wirklich war. Weil da war es wirklich eklig herinnen. Also ekelhaft. Und jetzt sind es wenigstens ein bisschen weißer und... Also unten ist so ein weißer Streifen, die sind ein bisschen schöner als davor, aber ich habe alle Schmutzradierer dafür verwendet, alle. Und es sind 6 Stück drin, und ich habe, glaube ich, nur noch 4 oder 5 gehabt oder so. Weil sie sich halt leider schnell zerlegen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört an denen, aber ich werde die auf jeden Fall wieder kaufen, und da sogar 2 Packungen. Ich habe noch mehr von den Dingern da aufgebraucht, aber irgendwie bin ich von dem nicht mehr so begeistert. Ich habe mir jetzt das Neue gekauft, ich glaube, das habe ich euch... Langsam spreche. Ich bin so hibbelig, weil ich dieses Video total unbedingt drehen wollte. Ja.
Ich mag die nicht mehr so. Das sind ja die mit diesem Pumpspender da oben. Ich finde die nicht mehr so gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wohnung nicht danach riecht, wenn man die verwendet. Jetzt habe ich mir was Neues gekauft, wo das eher flüssig ist und mein Vater ist davon so begeistert. Das will ich mir aber dann ins Badezimmer stellen, wenn wir die neuen Kästen haben, was ja noch nicht der Fall ist leider. Ja, zu 100% bin ich halt noch nicht zufrieden, weil ich jedes Mal irgendwas neu umschlichte. Jedes Mal. Wirklich jedes Mal. Aber egal. So. Eigentlich wollte ich das Haushaltsaufgebraucht auch wieder im Wohnzimmer drehen, aber das schaut so aus, da kann man kein Video drehen. Weil wir ja auch noch am Wochenende putzt haben, ich muss heute unbedingt weitermachen. Aber ich muss noch Nägel machen gehen, dann will ich zum Action, dann muss ich eigentlich noch zum Pieper. Wegen einem Waschmittel, das kann ich euch eigentlich gleich zeigen. Wegen dem hier. Ja, also die würde ich mir, glaube ich, nicht noch einmal mehr kaufen. Oder nur, wenn sie reduziert sind. Weil ich das Ding ja jetzt sowieso habe, also ist doch eh wurscht, ob ich jetzt das nachkaufe oder nicht, oder? Wie gesagt, wir haben ziemlich viel, also ich habe ziemlich viel Wäsche gewaschen, weil ich ja diesen Waschtag hatte. Und das ist ja, das war schon mal angebrochen, also davon hatte ich nicht mehr viel. Das Softlan liebe ich eigentlich, aber was ich am meisten liebe und das gerade ausläuft, ist das hier von Persil. Das ist das Sensitive Gel. Das ist ein Waschmittel. Nur so, nur so viel dazu. Das gibt es jetzt aktuell beim Pieper in Aktion um 8,99 € und ich will mir da unbedingt zwei Ampullen holen, weil ich glaube, in einer Woche oder so habe ich dann wieder einen Waschtag in der Waschküche bei der alten Wohnung. Ja, um da alles wegzuwaschen. Bettwäsche. Ich meine, ich war brav. Ich habe ziemlich viel Wäsche gewaschen am Wochenende, aber ich hasse es halt, die in der Wohnung da aufzuhängen, weil ich wirklich Angst habe vor Schimmel. Weil die in der Wohnung ist sehr viel Feuchtigkeit und durch das Wäscheaufhängen macht es das natürlich noch schlimmer. Ich muss übrigens noch lüften. Mache ich dann gleich, bevor ich fahre. Ja, da werde ich mich ziemlich abschleppen, aber ich will das zweimal kaufen. Damit ich einen da in der Wohnung lassen kann, in der neuen, und einen dann mit rüber schon nehmen in die alte, damit ich dann am Waschtag waschen kann. Aber ich liebe das. Ich kaufe nur noch das. Ich meine, ich habe jetzt viele andere gekauft, um sie zu testen, aber mein Liebling ist das. Es riecht halt nach nichts, weil es ja auch für sensible, weil es ja auch für Babys ist. Es riecht wirklich nach nichts, einfach nur nach Waschmittel. Aber ich mag es. Ich mag es wirklich. Ich habe mir das einmal gekauft, weil ich weiß nicht, was ich da damals benutzt habe. Und ich habe so allergisch drauf reagiert mit Jucken und so. Und deswegen kaufe ich mir nur noch das. So. Weichspüler habe ich die beiden. Einmal den Silan Ilang Ilang Süßgras. Ich weiß gar nicht mehr, wie der kochen hat. Die schon so raus, ja. Ja, der war gut. Der war echt gut. Es gibt ja auch beim Pieper ein Silan in riesengroßer Größe. Ich weiß nicht, wie ich das tragen soll. Aber ich will das unbedingt kaufen. Das soll ja auch vegan sein. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil ich es probieren wollte. Aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Es hat das gemacht, was es soll, aber es hat jetzt nicht so extrem gerochen. Ich möchte mir wieder die Comfort kaufen, die Weichspüler, aber die waren echt geil. Also Comfort habe ich früher immer verwendet. Aber die haben die Verpackung auch verändert und ich weiß nicht, ob die gleich geblieben sind, aber das würde ich mir jetzt echt nicht nochmal holen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das Softlan noch einmal holen würde. Es hat gut gerochen, aber nur am Anfang. Und ich glaube, ich habe mich einfach satt gerochen daran. Weil ich rieche es nicht mehr. Vielleicht mache ich eine kurze Pause und werde mir den einmal eine Weile nicht nachkaufen. Ich mag den eigentlich voll gern. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein ganz sanfter für Babys. Also, weil ich so empfindlich war eine Zeit lang, habe ich eben das immer gekauft. Ich zappel so rum, es tut mir so leid. Aber ja, ich finde den gut. Würde ich mir schon nochmal nachkaufen, aber es war halt kein Bam-Effekt. Einen habe ich noch, da sind wir eigentlich durch mit Wäsche, dann kommt der Rest noch. Von Clever habe ich mir einen Hygienespüler, also habe ich einen Hygienespüler aufgebraucht. Ich kaufe da eigentlich immer einen, wo ich gerade bin. Wenn ich beim Biller bin, kaufe ich den von Clever. Beim Müller kaufe ich den Blink, den habe ich jetzt gerade aktuell, glaube ich, in Verwendung. Ich kaufe es halt da, wo ich es gerade sehe, und wenn ich einen brauche, nehme ich ihn mit, wenn ich dran denke. Also ich finde, alle tun das, was sie machen sollen. Kann ich nichts Negatives bis jetzt sagen zu dem. Den habe ich auch schon uroft nachgekauft. Auch den von Müller, von Blink, von der Eigenmarke, den kaufe ich mir am häufigsten, weil ich ja immer beim, weil es da irgendwie passt halt was mit meinen Haaren nicht. Ich weiß nicht, ob es extra gewaschen, aber irgendwie fallen die so runter. Ich weiß aber, glaube ich, schon warum. ja, also den würde ich mir fix nochmal nachkaufen, weil den finde ich gut. Geschirrspüler. Ja, ich habe einmal so eine Probe gehabt in meinem Postkasten, einmal in der neuen Wohnung, einmal in der alten Wohnung, also habe ich das eigentlich zweimal aufgebraucht, aber da habe ich dabei noch nicht gesammelt, deswegen habe ich das eine Sackerl jetzt weggeschmissen. Das waren diese Fairy Platinum Plus All-in-One Tabs. Also sie sind gut,
Aber sie passen auch Gott sei Dank in mein Fach hinein von diesen Tabs. Da hatte ich nämlich Angst, dass es nicht reinpasst. Aber es hat reingepasst ohne Probleme. Ich konnte sogar zumachen. Aber ich glaube, ich würde mir die nicht nachkaufen. Ich weiß nicht. Mich stört das immer, dass die in so Plastik drinnen sind. Mein Papa sagt nämlich immer, dass das für die Waschmaschine oder für den Geschirrspüler nicht gut ist. Ich habe eine Zeit lang auch diese Persil-Tabs verwendet. War Persil, oder? Ich glaube. Und mein Papa sagt, das ist ganz, ganz schlecht für die Waschmaschine. Deswegen habe ich dann damit aufgehört. Aber ja, es ist okay. Ich bin froh gewesen, dass ich es mal probieren konnte. Aber ich glaube, kaufen würde ich es nicht. Ich bleibe bei meinem Somat, was ihr im nächsten aufgebrauchten Video sehen werdet. Also, wenn ihr das weiterhin sehen wollt. Ich hoffe doch, weil mir macht das Urspaß. Die werdet ihr dann im nächsten sehen. Von Blink habe ich eine Klarspüler leer gemacht. Wie gesagt, das nehme ich auch immer mit, wo ich gerade bin. Also das hat überhaupt keine Priorität. Das schaut zerknatscht aus. Ich habe auch noch ein Backup davon, den benutze ich gerade aktuell. Ja, er macht das, was er soll. Also ich finde, da kann man schon teilweise die Blink-Eigenmarke kaufen. Da muss man nicht wirklich auf diese Somat und so greifen. Dasselbe wie mit dem Salz. Das ist so ein ganz, ganz feines. Ich mag nämlich dieses Grobe nicht. Das war auch vom Blink. Das mag ich auch sehr gern. Ich habe zwar jetzt, glaube ich, ein anderes. Welches habe ich denn gerade? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Weil bei uns rennt der Geschirrspüler wirklich dauernd und deswegen brauchen wir davon urviel. Leider auch Glasreiniger. Also das ist also Glasspüler. Das ist echt arg. Aber ich mag das. Ich finde das gut. Würde ich mir trotzdem auch immer wieder nachkaufen. Ein Fusselroller habe ich auch aufgebraucht. Bei uns ist ja hin und wieder der Winnie zu Besuch. Und da habe ich ganz, ganz viele gekauft. Ich habe sie eine Weile nicht mehr gebraucht, weil ich ja kein Haustier habe. Aber jetzt, wo wir öfter auf den Winnie aufpassen, habe ich mir das wieder nachgekauft. Und da kaufe ich auch immer die Blink. Da kaufe ich wirklich die Blink immer. Da kann man nichts Negatives dazu sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht damit zu viel raschel. Wir haben am Wochenende, wie gesagt, putzt und ich habe alles verbraucht, was ging. Durch das, dass ich so viel Putz habe, ich glaube, so viel Putz habe ich noch nie wie an dem Wochenende, habe ich die Clever Haushaltstücher aufgebraucht. Die muss ich mir wieder nachkaufen, weil die sind wirklich gut, wenn man irgendwas abwischen will. Die sind wirklich, wirklich gut. Was ich auch aufgebraucht habe, den gibt es aber sicher schon ewig nicht mehr, das war mal vom Teddy. Das war ein Badreiniger mit Melone. Könnt ihr euch noch an das erinnern, wo ich das Geschirrspülmittel gebunkert habe? Das hatte ich einmal. Ich habe auch noch... Das verwende ich aber gerade noch, einen Glasreiniger, aber ich finde den ehrlich gesagt nicht so gut mit Melone. Die Verpackungen schauen schon gut grauslich aus, weil ich habe die ja ewig, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Das ist ewig her, das Video. Ja, aber ich habe jetzt den Badreiniger mal leer gemacht. Das war der hier mit Melone. War okay, aber ich glaube, das Ding war einfach zu alt. Ich habe jetzt den gelben von Action, wo ich ja am Anfang nicht wusste, für was das ist, aber ich habe dann nachgelesen, wie ich das letzte Mal beim Action war. Und da stand eben Badreiniger drauf. Deswegen habe ich das jetzt fürs Badezimmer. Und ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich gern. Ich habe die Dusche damit sauber gemacht, weil ich habe damit nicht einmal mehr irgendwas sauber bekommen. Weil der halt schon zu alt war. Man hat es wirklich gemerkt, er war wirklich schon verdammt alt. Aber er war okay. So würde ich mir, glaube ich, vom Daddy jetzt nichts mehr kaufen. Wieder ein Airwick. Ich habe nie die richtigen Deckeln da drauf, weil jedes Mal, wenn ich dann es austausche, schmeiße ich da den Deckel drauf, wo, von dem ich das gerade ausgetauscht habe, wo deppert, ich weiß. Das war das Zimtzauber und Bratapfel. Das hat man als einziger eine Weile gerochen. Später dann nicht mehr, wenn man sich dran gewöhnt hat, aber das hat man als einziger gerochen. Also, ja. Was soll ich euch dazu sagen? Jetzt habe ich da technische Schwierigkeiten. Weil unser Kühlschrank so dermaßen gestunken hat, habe ich Kühlschrankfrische von Dr. Beckmann gekauft. Das sind solche Kühlschrank-Deos eigentlich. Und das ist dieses Gelbe, was auch schon wie so eine Mini-Zitrone. Ich habe die zweimal im Kühlschrank stehen. Ich habe aber nur eine Verpackung aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, aber nächstes Mal werde ich vielleicht beide aufheben, um euch die zu zeigen. Ich weiß, ich bin echt gestört, aber mir macht das Haushalt so Spaß. Ich glaube, in letzter Zeit seht ihr das auch, oder? Man sieht den Unterschied, dass ich mich da viel wohler fühle und will, dass es sauber ist, als in der alten Wohnung. Da war es mir echt schon scheißegal. Traurig, aber es ist wirklich so. Ja, ich habe die, wie gesagt, nachgekauft. Ich hatte die davor auch schon im Kühlschrank stehen. Ich habe sie aber jetzt zweimal. Einmal oben und einmal unten. Wir haben halt so einen amerikanischen Doppeltürer und der... Ja, braucht, glaube ich, zwei Stück. Finde ich aber gut und würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich suche die nur jedes Mal bei Müller, da lacht mich hier die Kollegin immer aus. Ich werde euch das noch kurz zeigen. Das habe ich nämlich eigentlich auch aufgebraucht, habe das aber bei der Wäsche jetzt vergessen, euch zu zeigen. Von Dr. Beckmann, da sind leider nur 6 Tücher drinnen. Die habe ich mir, glaube ich, beim Bieber gekauft. Intensiv Schwarztücher 2 in 1. Ja,
Ich versuche halt alles, damit dieses Grau von meiner Wäsche weggeht. Ich habe auch noch ähnliche von denen und ich würde die immer wieder nachkaufen. Ich mag das. Also tut, was es hoffentlich soll. Jetzt habe ich das Fahrrad reingeschmissen. So, ich bin ein Junkie. So, dann fürs WC habe ich auch zwei Sachen leer gemacht. Das hatte ich ja auch schon ewig und drei Tage. Das war von WC-Ente das Citrus Splash. War okay. Aber ich habe jetzt von Frosch einen, den Himbeer, den finde ich besser. Ich bin aber so ein bisschen zwiegespalten, was ich dann nehmen soll fürs Klo, weil das kommt ja doch ins Abwasser. Ich meine, alle Putzmittel kommen ins Abwasser, nicht falsch verstehen. Aber ja, ich fand den gut, aber ich würde ihn mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Der war auch schon eindeutig zu alt, deswegen bin ich froh, dass ich den leer gemacht habe. Was ich noch sehr, sehr gut fand, habe ich mir auch, glaube ich, nachgekauft. Habe ich nachgekauft. Von Dr. Beckmann Aktivkohle-WC-Schaum. Das ist geil. Ich habe noch nie sowas Geiles in der Hand gehabt. Ich habe das von einer YouTuberin abgeguckt, nur habe ich ihn damals in DM gekauft, weil ich nicht wusste, dass der Müller den auch hat. Ab sofort gucke ich jetzt immer zuerst beim Müller oder eben jetzt vorher beim Action, weil da alles günstiger ist. Putzmittel, glaube ich, würde ich hauptsächlich nur noch beim Action kaufen, weil das viel, viel günstiger ist. Ich weiß nicht, warum ich da so erpicht drauf bin, aber egal. Eine YouTuberin hat das gezeigt, ich glaube, sie heißt Michelle Schmidt, wenn ich mich nicht irre. Die macht auch immer Aufgebraucht-Haushaltsvideos und die normalen Aufgebraucht-Videos. Und deswegen wollte ich das auch teilen, weil ich mir dachte, vielleicht interessiert es nicht jeden. So, kommen wir zum Thema zurück. Das ist mit Zitronenduft. Das ist wirklich geil. Da sind solche Backerln drinnen. Drei leider nur. Deswegen habe ich mir das gleich wieder nachgekauft. Das habe ich auch vor kurzem an unserem Putztag auch wieder verwendet. Ich habe da den Schaum reingestreut. Das ist dann aufgequollen wie ein richtiger Schaum. Urgeil. Und danach habe ich noch ein bisschen die WC-Ente reingegeben, weil es halt wirklich schon echt an der Grenze war. Ich meine, es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, das ist ja alles neu bei mir zum Glück. In der alten Wohnung wäre es was anderes gewesen, da ist das WC schon wirklich grauslich. Aber da in der neuen ist das jetzt nicht so ein Problem. Aber ich will es halt sauber halten und deswegen habe ich das verwendet mit der WC-Ente und ich fand es ein Kombi sehr, sehr gut. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Seit ich das einmal gesehen habe, kaufe ich mir das immer wieder nach. So, ein paar Raumdüfte und so haben wir noch. Dann sind wir eigentlich fertig. Ich werde auch Kerzen und diese Raumdinger auch jetzt ab sofort in die Haushaltsvideos packen. Ich hoffe, euch passt das. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt in dieses Video reingeben, damit ich keinen Aufgebrauchskerzen machen muss, weil das ist ein bisschen öde. So, was ich schade finde, dass ich das leer gemacht habe, war von... Ich komme aber eh zum Interspar. Vielleicht schaue ich mal, ob es das noch gibt. Ich weiß nämlich nicht, wie die Marke heißt. Das ist so ein Duftöl. Ich habe ja einen Diffuser, den ich zu selten verwende, ehrlich gesagt. Habe aktuell Zimt noch in Verwendung und wollte das Zimt nicht mehr benutzen. Und ich habe mal Mandarine mir gekauft. Nachdem war ich mega süchtig. Das riecht urgeil. Das riecht in der ganzen Wohnung. Das schaut so aus. Bei uns gibt es das beim Interspar. Ich weiß aber nicht, wo es das noch geben würde. Ich hoffe, das haben die beim Interspar noch. Ich schaue heute danach. Ja, finde ich gut. Finde ich absolut eine Kaufempfehlung. Ich liebe den Duft davon. So, dann habe ich vom Primavera einen Duftspray aufgebraucht. Ich habe die immer am WC. Das war Sommersonne. Mag ich gerne. Ich glaube, ich wäre aber zu geizig, die mir nachzukaufen. Ich mag die vom Body Shop und vom Rituals ein bisschen lieber. Aber so, das ist auch blöd. Ich würde die mir schon kaufen. Ich habe mir ja auch schon mal einen reduziert gekauft. So ist es nicht. Aber bevorzugen würde ich Body Shop und Rituals, muss ich ehrlich sagen. Aber er war gut. Der war wirklich sehr gut. Dann habe ich zweimal, das sind noch diese winterlichen, von Paioma. Einmal Zimt und Orange und einmal Butterspekulatius. Und das Butterspekulatius war so ekelhaft. Das war so furchtbar. Ich war so froh, dass das so schnell leer gegangen ist. Weil das war echt furchtbar. Das war das da. Das da war gut, aber das sind halt Winterrichtungen. Deswegen, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade ein Orange im Badezimmer, das werde ich im nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Gefällt mir aber auch nicht so gut, ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist. Aber ja, wenn dann Zimt Orange, würde ich mir nachkaufen, aber Spekulatius nie wieder. Das war ja furchtbar grauslich. Dann habe ich noch von Ipuro 2 aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich bin ein Ipuro-Junkie. Ich kaufe die jetzt immer beim DM reduziert, weil eine Freundin von mir den Tipp gegeben hat. Und da habe ich sogar diese Sorte gefunden und die liebe ich. Ja, die Paioma habe ich immer im Badezimmer und die Ipuro habe ich im Vorzimmer, im Wohnzimmer und in der Küche. Also die kleinen habe ich in der Küche.
Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich fühle mich halt wohler, wenn da überall diese Raumdüfte stehen. Sie riechen auch gar nicht mehr so intensiv, leider. Der hat mir ja am Anfang so gut gefallen und ich glaube, ich habe mich ein bisschen satt gerochen davon, deswegen muss ich ein bisschen Pause machen. Das ist der Time for a Hug und der andere ist Deep Layering. Die sind aber beide sehr gut. Kaufe ich mir aber auch immer nur reduziert. Egal, bei Müller oder DM, ich kaufe sie immer nur reduziert. Ja, das war's mit dem Video. Ich habe mich so auf die Sachen gefreut, euch die zu zeigen. Ich habe halt so einen Hofer-Sackerl, was schon kaputt ist. Aber ich werde dann die aufgebrauchten Sachen wieder sammeln vom Haushalt. Ich freue mich schon, was diesen Monat alles zusammenkommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Video interessiert. Ich würde es gerne trotzdem weitermachen, weil mir macht das so mega Spaß in letzter Zeit. Ihr habt das ja schon gesehen. Ich meine, es kommen zigtausend Haul-Videos vom Haushalt hoch, also hochgeladen. Ich kann schon nicht mehr reden. Aber ja, ich hoffe, euch gefällt euch das auch, weil eine Freundin hat mir schon zugestimmt, dass sie mega happy ist, dass ich das mache, weil sie auch meine Videos schaut. Ja, und deswegen, ich freue mich schon, dass ich das jetzt alles wegschmeißen kann. Da bin ich echt happy drüber, die Tüte ist voll übergangen. Und ich habe Zeit, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das Video schnell. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye!